Seid gegrüßt, liebe Leute, zu einem neuen Wirtschaftstalk. Heute geht es um die große Depression und was sie uns über das neoklassische Arbeitsmarktmodell verrät. Zuerst einmal die große Depression. Das war der schwere Einbruch vieler Volkswirtschaften zwischen 1929 und 1932. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte in vielen Ländern auf der Welt sehr stark. Ich mache mal ein Beispiel. In Deutschland brach zwischen 1929 und 1932 die Industrieproduktion um 40% ein. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte um ungefähr 30%. Also es war ein ziemlich starker Einbruch, den man so nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern auf der Welt in unterschiedlicher Stärke verzeichnen konnte. Heute wollen wir uns dabei allerdings auf einen besonderen Effekt, den es während der großen Depression gab, konzentrieren, nämlich die Lohnentwicklung. Und ich glaube, da ist es erstmal wichtig zu verstehen, welches Arbeitsmarktmodell Ökonomen damals vertreten haben, welches damals tonangebend war und worauf sich auch viele Wirtschaftspolitiker verlassen haben. Ja, genau. Der Börsencrash leitete eine Phase von Arbeitslosigkeit ein. Die Arbeitslosigkeit stieg und diese Arbeitslosigkeit wollten die Ökonomen jetzt bekämpfen und sie haben ihre Lehre verbreitet. Und ihre Lehre lautete folgendermaßen: Unternehmen stehen vor der Entscheidung, Kapital oder Arbeit einzustellen, also Arbeitskräfte, und entscheiden sich dabei immer für das Günstigere. Und wenn wir Arbeit jetzt günstiger machen, dann werden die Unternehmen auch wieder mehr Arbeitskräfte einstellen. Und deswegen verbreiteten sie also eben die Theorie, wir müssen für fallende Löhne sorgen, damit die Unternehmen ganz viele Arbeitskräfte auf weniger Kapital einstellen. Und damit überzeugten sie unter anderem auch die Gewerkschaften. Denn was war empirisch zu beobachten mit den Löhnen? Ja, die Löhne gingen sehr stark zurück. Für sein Buch Relevante Ökonomik hat haben Heiner Flassbeck, Friederike Spieker und noch ein paar andere die historischen Daten der Lohnentwicklung in verschiedensten westlichen Ländern rausgesucht. Das Land, wo man tatsächlich für die gesamte Entwicklung des Nominallohns Daten hat, ist das Vereinigte Königreich. Dort ging der Nominallohn zwischen 1928 und 1933 um ungefähr 7% zurück. Wesentlich stärker zurück gingen die Löhne allerdings im eben schon erwähnten Deutschland. Also hier hat man leider keine gesamte Nominallohnentwicklung, sondern nur die Tarifstundenlöhne verschiedener Arbeiter und die Lohnrückgänge, die bewegen sich zwischen 17% und 38%. Also 38% sind dann die Löhne von Maurern und Zimmerern zurückgegangen. Das war die Lohngruppe, die am stärksten unter der großen Depression zu leiden hatte. Also wir sehen, dass die Löhne hier deutlich, deutlich zurückgegangen sind in Deutschland. Und jetzt ist die Frage, was ist mit den Arbeitslosenzahlen passiert? Laut dem neoklassischen Arbeitsmarktmodell hätten die Arbeitslosenzahlen in Deutschland ja eigentlich sinken müssen. Also ist ja klar, die Unternehmen, die stellen doch bei niedrigen Löhnen mehr Arbeitskräfte ein. Und die Arbeiter, die fragen bei niedrigen Löhnen auch weniger Arbeit nach. Also die Leute, die sagen dann laut dieser neoklassischen Theorie, ja, jetzt ist der Lohn deutlich geringer, ich kriege jetzt 20% weniger Geld für die gleiche Arbeit, da biete ich doch weniger Arbeitskraft am Arbeitsmarkt an. In der Realität passierte das Gegenteil. Sowohl die Arbeitsnachfragekurve als auch die Arbeitsangebotskurve werden empirisch widerlegt. Die Unternehmen fuhren ihre Nachfrage nach Arbeit extrem zurück. Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland erhöhten sich von rund etwas unter 2 Millionen auf über 5 Millionen zwischen 1929 und 1932. Also wir haben fast eine Verdreifachung der Arbeitslosenzahlen in Deutschland, während die Löhne wir hatten es gerade 20-30% ungefähr zurückgehen. Also wir haben deutliche Lohnrückgänge, aber einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ähnlich sieht es in den USA aus. Hier hat Heiner Flassbeck den Stundenlohn gelernter Bauarbeiter in den USA rausgesucht. Also bei historischen Zeitreihen ist das immer so ein bisschen schwierig, da Daten für die gesamte Lohnentwicklung zu bekommen. Deswegen hat er sich für sein Buch in den USA auf den Stundenlohn gelernter Bauarbeiter berufen. Man kann nämlich davon ausgehen, dass alle Löhne in einer Volkswirtschaft sich ungefähr in die gleiche Richtung entwickeln. Hat man ja auch in Deutschland gesehen, da sind die Löhne über alle Lohngruppen hinweg, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, zurückgegangen. Und die Löhne von Bauarbeitern in den USA, die sind zwischen 1929 und 1932 um 32% gesunken. Was ist jetzt in der gleichen Zeit mit der Arbeitslosigkeit in den USA passiert? Würde man doch jetzt erwarten, die muss zurückgegangen sein. Nein. Die Arbeitslosigkeit stieg von Vollbeschäftigung, also von 0% auf 25% im gleichen Zeitraum. Also wir haben wirklich eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit von de facto gar nicht vorhanden auf ein Viertel der Arbeiter.
Das war die Entwicklung in den USA und das widerspricht fundamental dem neoklassischen Arbeitsmarktmodell. Denn theoretisch, wenn die Löhne sinken, wenn sie sogar um 32% sinken, wie im genannten Beispiel, dann hätten die Unternehmen ja ihre Nachfrage nach Arbeit enorm ausweiten müssen. Aber in der Realität ist das Gegenteil passiert. Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeit ist eingebrochen und das Angebot an Arbeit, das von den Arbeitern, das ist nicht etwa zurückgegangen, sondern das ist ungefähr gleich geblieben. Die Leute haben sich arbeitslos gemeldet, sie haben weiterhin Arbeit gesucht und sie haben nicht gesagt, nee, also jetzt ist der Lohn gesunken, jetzt suche ich keine Arbeit mehr. Das haben die wenigsten Leute gemacht. Also sowohl die Arbeitsnachfragekurve als auch die Arbeitsangebotskurve werden hier durch die große Depression empirisch widerlegt. Und da ist jetzt die Frage, wie kann das sein? Ja, das Ganze ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ja, wir haben jetzt da den privaten Sektor und der private Sektor, der verdient weniger Geld, immer mehr Leute arbeitslos, sie verlieren ihr Einkommen und sie reduzieren ihren Konsum. Ja, sie verlieren, sie verdienen weniger, weil die Löhne fallen und sie verdienen natürlich auch weniger, weil die Arbeitslosigkeit nach oben geht. Und dann konsumieren sie weniger, der private Konsum geht zurück, sie kaufen weniger und wenn sie weniger kaufen, dann können die Unternehmen auch weniger produzieren beziehungsweise haben freistehende Kapazitäten und sie brauchen weniger Arbeitskräfte, weil weniger gekauft wird. Natürlich stellen die dann nicht mehr ein, nur weil die Löhne gefallen sind. Es wird weniger gekauft und wenn weniger gekauft wird, dann produziere ich halt eben auch weniger. Und das war halt hier eben der Fehler. Die Neoklassik hat angenommen, okay, fallende Löhne führen dazu, dass mehr Leute eingestellt werden und das Gesamteinkommen bleibt zumindest gleich. Aber genau das ist halt eben nicht passiert, denn A, es wurden durch die fallenden Löhne eben halt eben nicht mehr Leute eingestellt und B, dann hatten wir immer noch den Effekt, dass die Löhne gefallen sind und real der Konsum dadurch auch zurückgegangen ist. Also da war einfach eine falsche Annahme in diesem Modell und es kam zu einem permanent fallenden privaten Konsum. Ja, das zeigt sich auch sehr schön an der Lohnentwicklung nach der Großen Depression. Die Löhne begannen dann ab 1933, als auch eine andere Fiskalpolitik, eine andere Geldpolitik gemacht wurde, begannen die Löhne langsam wieder zu steigen und dann endete die Große Depression. Und dann ging die Arbeitslosigkeit auch wieder zurück. Wir können hier jetzt uns wieder die USA anschauen. Die Arbeitslosigkeit ging von 25% auf etwas über 10% im Jahr 1938 zurück. Also die Arbeitslosigkeit in den USA sank deutlich, obwohl die Löhne nach 1933 wieder begannen zu steigen. Also wir haben steigende Löhne und eine sinkende Arbeitslosigkeit. Und vorher hatten wir fallende Löhne und eine steigende Arbeitslosigkeit. Das widerspricht fundamental dem neoklassischen Modell. Und Jan hat das gerade schon gesagt, dieses Modell geht implizit von einer konstanten Produktion aus. Aber in der Realität ist, wie die Erfahrung aus der Großen Depression zeigt, wo alle Volkswirtschaften überall auf der Welt stark eingebrochen sind, oder fast alle Volkswirtschaften, Ausnahmen gab es natürlich auch in dieser Zeit. Und das wird von der Großen Depression eben komplett widerlegt. In der Großen Depression, da ist die Produktion in fast allen Volkswirtschaften auf der Welt stark eingebrochen, was dazu führte, dass die Nachfrage eingebrochen ist, dass die Unternehmen Leute entlassen haben und nicht, wie das Modell annimmt, mehr Leute eingestellt haben, nur weil die Löhne plötzlich gesunken sind. Sondern ganz im Gegenteil, die sinkenden Löhne führen zu einer sinkenden Nachfrage. Eine sinkende Nachfrage, die führt, ne, logisch zu noch mehr Arbeitslosen. Und hier ist es auch ganz interessant, die sehr schlechte Lohnentwicklung, die starken Rückgänge der Nominallöhne, die führten natürlich auch zu stark fallenden Preisen. Also wir hatten es ja in vergangenen Videos schon immer wieder erwähnt, langfristig ist die Inflation gleich der Änderung der Lohnstückkosten. Wenn du die Nominallöhne jetzt innerhalb kürzester Zeit sehr stark senkst, dann führt das auch zu fallenden Preisen. Und wozu führen fallende Preise? Nun, zu stark positiven Realzinsen. Also man hat damit auch die Handlungsfähigkeit der Geldpolitik komplett beschnitten. Die Federal Reserve in den USA beispielsweise hat am Anfang der Großen Depression die Zinsen leicht erhöht gehabt und sie dann im Laufe der Großen Depression deutlich gesenkt. Aber das hatte keinen großen realwirtschaftlichen Effekt, da die Realzinsen eben dank der Deflation so stark positiv waren. Also die Fed, die konnte die Zinsen nicht groß unter Null senken. Das heißt, selbst wenn sie die Zinsen sofort auf Null gesenkt hätte, hätte das auf die Investitionstätigkeit keinen großen Effekt gehabt. Man nimmt der Geldpolitik dadurch, dass man so ein deflationäres Regime installiert, dadurch, dass man für dauernde Lohnsenkungen sorgt, man nimmt der Geldpolitik damit auch jede Handlungsfähigkeit, was man bei der Großen Depression, glaube ich, auch noch zusätzlich erwähnen sollte. Ja, und Deflation ist natürlich auch immer ein Riesenproblem für den Unternehmenssektor. Die Schulden bleiben nominal stehen, die Preise fallen. Das heißt, ich muss immer noch mehr verkaufen, um zumindest meinen Schuldendienst zu leisten, der, wie gesagt, nominal stehen bleibt. Die Geldpolitik kann die Zinsen so weit runterfahren, wie es geht, auf Null. Aber die vergeht halt eben nicht. Und deswegen ist das halt ein Riesenproblem für den Unternehmenssektor, nochmal zusätzliche Belastung.
Und ich würde sagen, jetzt spannen wir mal den Bogen, was hat eigentlich die Fiskalpolitik gemacht? Wenn wir schon die falsche ökonomische Theorie haben, was den Arbeitsmarkt angeht, die also das Ganze falsch beschrieben hat, nein, der private Konsum ist gefallen, dann müsste doch zumindest der Staat gegenhalten. Also wir haben hier fallende Ausgaben auf der privaten Seite, dann könnte der Staat doch einfach seine Ausgaben erhöhen und das Ganze ausgleichen, damit die Wirtschaft halt eben nicht abschmiert. Aber auch dort beobachten wir also das Gegenteil, nämlich Austeritätspolitik. Die Staaten in den großen Volkswirtschaften versuchen auch noch in diese Krise hereinzusparen, werden also auch, was das angeht, falsch beraten und versuchen möglichst wenig auszugeben. Also von dieser Seite wird versucht zumindest die Gesamtausgaben auch nochmal oder die Staatsausgaben zu reduzieren, was sich auch nochmal negativ auf die Gesamtausgaben auswirkt. Und das verschärft die Krise natürlich noch zusätzlich. Ein weiterer verschärfender Faktor, den man, glaube ich, nicht unerwähnt lassen sollte, war auch noch der Handelskrieg, der parallel zur großen Depression begann. Alle Staaten erhöhten nämlich, also die meisten Industriestaaten erhöhten auch die Zölle auf auf viele Waren deutlich, was dann eben auch den Welthandel stark einbrechen ließ. Also man hatte hier wirklich eine Kumulation zahlreicher bremsender Effekte auf die Wirtschaftsleistung, die zu diesem starken Einbruch führten. Aber ein entscheidender Effekt, der häufig ignoriert wird, ist die stark negative Nominallohnentwicklung. Wenn die Nominallöhne zurückgehen, dann bricht die Nachfrage ein, dann hat man automatisch Deflation und damit stark positive Realzinsen. Also dann hat man diese ganzen Effekte, die diesen starken Einbruch der Wirtschaftsleistung erst möglich machen. Das kann man auch immer hinterher bei anderen Krisen beobachten, wo man versucht hat, die Nominallöhne stark zu senken, beispielsweise in der Eurokrise in Griechenland. Aber das wäre tatsächlich ein Thema nochmal für einen eigenen Wirtschaftstalk. Jo, ciao.